Jo, moin Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video vom Kill to Death Clan mit eurem Burning Fire hier am Start. Und es ist Zeit für das zweite Case Opening. Wollen wir nicht lange um den heißen Brei rumreden und fangen direkt an. Ich habe wieder 140 Crypto Points, Keys, was auch immer aufgespart. Und wir legen gleich los wieder mit den normalen Kisten. Hier kommt die erste Kiste. Ich bin gespannt. Es fängt an mit selten, nicht schlecht, eine Geste vom Outrider, gefällt mir schon mal sicher. Eine Holztarnung, ja, die hätten sie am Baum lassen können. Und irgendein Emblem, nicht schlecht, ein seltenes, erste Kiste. Geht's gleich weiter hier. Oh mein Gott, wenn das so weitergeht. Ey, ich sag nichts mehr. Das zweite Case, und guckt es euch an. Ich meine, das ist diese Storm-Tarnung, ich habe die mal in dem Video gesehen. Anscheinend hat die solche blauen so Ränder, die so durch das Ding durchgehen, und die soll richtig geil sein. Wir machen weiter. Wir sind gut im Geschäft bis jetzt. Conscious, okay, ja. Okay, ja, man kann nicht immer nur die Elite erwarten. Aber trotzdem, machen weiter. Ich muss wirklich sagen, mir macht das riesen Spaß, diese Cases zu öffnen. Es ist schon fast so ein bisschen eine Sucht. Man muss auch dafür viel spielen, diese Points zu verdienen und so. Ich spiele auch relativ viel. Deswegen habe ich auch schon wieder so viele angesammelt. Und es macht einfach nur Spaß hier. Kommen wir gleich zum fünften. Ich mache, glaube ich, einfach alle, die ich gerade so habe. Ja, nee, das habe ich jetzt nicht erwartet. Scheiße. Was ist heute los, Mann? I like it. Wir machen weiter. Leute, guckt euch das an. Wieder eine Holztarnung. Okay, okay. Ja, man bekommt, was man bezahlt. Das ist richtig. Aber ich bezahle gerne die Points für solche Sachen. Mal gucken. Nächstes Case, Halluzination. Die habe ich mittlerweile bei einigen Waffen. Und wieder viel Liebe. Oh, eine gute Spielgeste. Oh, wie schön. Viel Liebe. Das ist irgendwie, das Camo hätte man auch lassen können. Das ist ein Emblem. Material. Ah, das ist okay. Ja, trotzdem. Hätte man auch lassen können. Gefällt mir jetzt nicht so super. Aber wir machen weiter mit einem legendären. Wirklich nett. Die Leute werden Schlange stehen. Ja, ja, das ist wirklich nett. So, weiter geht's. Ey, heute macht mir das umso mehr Spaß, wenn wir solche Items bekommen. Ich weiß nicht, von der Haar. Schaut mir wahrscheinlich gerade irgendwie heimlich zu. Vielleicht livestream ich und weiß es gar nicht. Ja, Inferno. Die habe ich wirklich auf vielen mittlerweile. Es geht weiter, die letzten 5 Cases. Kommt nochmal sowas. Das wäre natürlich krass, wenn wir jetzt hier nochmal so eins reinbekommen. So ein episches. Das macht schon riesen Spaß, ey. Das ist die erste Tarnung, was auch immer, für einen Helden oder für einen Specialist, die ich bekomme. Ich habe auch bisher auch erst ein Case aufgemacht und das nicht aufgenommen, da war nur Grey drin. Also es bringt auf jeden Fall mehr Glück, wenn ich es aufnehme, merke ich gerade. So, wieder eine Holztarnung, ja. Ja. Für die habe ich ja mittlerweile, also habe ich diese Eistarnung, die ist richtig geil, die habe ich jetzt auch ein bisschen gespielt. Die letzten 2 Kisten. Mal gucken. Ey, Leute, so viel legendär und episch. Es macht ja richtig Spaß, ey. Schafft es auch endlich irgendwas Brauchbares mal. Und das letzte Case. Komm schon. Echse. Und wieder Holz. Dreimal Holz, das ist gut. ja, das war's dann auch schon. Wieder 14 Cases, wie schnell die durchgehen. Ist ja unglaublich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Lasst mich doch mal in den Kommentaren wissen, wenn ihr selber schon Cases aufgemacht habt, was ihr so in euren Cases bekommen habt, in euren Kisten. Und auch vielleicht, welches Level, welches Prestige ihr seid. Mich nimmt das mal so Wunder. Ich sehe es zwar in meiner Freundesliste, welche Level die sind, aber mich interessiert auch, welche Level meine Zuschauer seid. Vielleicht auch, wenn ihr direkt noch Lust habt, hinschreiben, ob Konsole oder PC,
wo auch immer ihr spielt, interessiert mich auch. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, genießt es. Es ist auch schon bald wieder Wochenende. Und da ist Double XP angekündigt. Ich freue mich drauf und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute!